Heute habe ich mir gedacht, ich mag noch einmal zum Advent ein Bezugssystem, während ich zur Heiligen Messe gehe, zu einer Messefeier, die in 10 Minuten stattfindet, habe ich genau 10 Minuten, um aus der vermoderten Kiste, also etwas angeschimmeltes, veraltetes aus wie einen Juwel, ein Kronjuwel, hervorzulocken. Und wie gesagt, es ist geworden der Buko, eigentlich das gerade veranlasst hat, ein Plakat habe ich gesehen, da steht es über Nabucco. Da kann ich ein paar Worte darüber versuchen zu sprechen auf dem Gang. Non son più re, sondern der. Ab heute will ich nicht König genannt werden. Verstehst du? Das ist mir zu wenig. Ab heute, wo es ausschaut, sollte irgendjemand eine Rebellion anstiften wollen oder sagen, ich will eine Ghetto-Situation, ich will mich rausschließen, ich will organisierter Kriminaltäter werden, verstehst? Ich will mitten in der Großstadt oder mitten im Staatsgebiet eine eigene Konklusion. Dort will ich meine Verbrechen machen dürfen. Und alle Staatsorganisationen, die Finder Checker spielen, verstehst, haben nichts gesehen, weiß nichts. So gibt es wirklich in zahlreichen Städten auf der Erde Freiräume, wo gesagt wird, ja, wir haben dir auch 2-3 Generationen ziemlich schwere Verbrechen angetan. Die Gesellschaft durch Liebesentzug, durch Unterlassungssünde, durch Hilfestellungsunterlassung, verstehst du, ist keine Support und keine Absicherung bei der Sozialversicherung noch sonst was. Dadurch bist du auch fast ausgerottet worden, viele Bevölkerungsanteile. Ja, können wir sagen, ja, du hast irgendwie nicht so Unrecht. Also, wenn du dich wirklich so fällst, dass du dich auch selbst irgendwie ein Armutsviertel, Elendviertel ausschließt und unsere Menschen zum Beispiel nicht durch Piraterie stillst, verstehst du, oder unser Kapital, da haben wir halt 2 Bezugssysteme, die wir nebeneinander gelten lassen können. Eins, das sich durch Faustrecht selbst, verstehst, mit was es sich für Zeichen macht, Symbole so selbst durchschlägt, und der andere, die sogenannte soziale Vornehmewelt der Kapitalgesellschaft, oder wie immer man es nennen könnte. Und andere sagen würde, nein, das lassen wir nicht zu. Die Spaltung zwischen selbst, also Anarchie oder so ähnlich, das können wir das bezeichnen, und zwischen einer anderen Welt, die zwar recht in den Rechtsstaatlichkeit eingebettet ist, aber wo es de facto dann auch nicht so richtig funktionieren scheint, wenn man schaut, die Rechtsstaatlichkeit, wie sie sich äußert in den Fruchtsalat. Wenn dann also verschiedene Menschen unzufrieden sind und sich äußern, dann sage ich, ab heute bin ich nicht mehr euer Präsident, nicht mehr Landeshauptmann, nicht mehr das. Ich bin auch nicht König, ich bin auch mehr, ich bin Gott. Sagst du was, erschlage ich dich. Lass ich dich hängen, verstehst? Nabucco, so hat es angefangen. So hat auch der Pharao angefangen. Verstehst, deshalb wurde auch die Moses-Geschichte in der Bibel erwähnt. Weil sie endlich, also es geht über, kann man sagen, so etwa 4000 Jahre zurück, immer diese Kämpfe, die der Missbrauch der Macht und dann die Folgen sozusagen, wo kriegerische oder Exodus, Streitfragen dann erwachen oder erweckt werden. Sagen wir so, weil der Krieg, der bricht nicht rein, sagt man, sondern der wird auch gemacht über Jahrzehnte Kriegsverbrechen in Friedenszeiten. Und dann kommt es dazu, verstehst du? Also, was lernen wir bei Nabucco? Einführung in die Oper. Non son più re, son dir. La majestat, sondern ihr. Nabucco è la terza opera. E il titolo originale completo è Nabucodonosor di Giuseppe Verdi. Also, es ist die dritte Oper, die aus der Feder des Giuseppe Verdi herrührt. E qualche ne decretò è successo. Composto sul libretto di Temistocle Solera. Also, der Libretto-Dichter war
Der müsste auch so lehren. Nabucco fece il suo debutto e 1842 al Teatro alla Scala di Milano. Uraufgeführt wurde das Werk an der Scala in Mailand. Die Hauptpersonen sind Nabucodonosor, dann Ismael, Zacharias, Derivis, Abigail, Fenena und Il Gran Sacerdote, also der große Priester, der hohe Priester, der den Bass, also den Bass singt. Kann man sagen, das Moos, von dem ich ausgegangen bin, zu dem bin ich wieder zurückgekehrt. Schnitt 1. Nabucco.